Fuck yeah! Fuck nein! Fehler 37, wer kannte ihn nicht? So, und hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Kaputten Wurm! Mein heutiges Thema bezieht den Online-Zwang. Und wie der Online-Zwang schon sagt, ist man gezwungen, online zu sein. Egal, was man spielt. Dieses Vorbild hat Assassin's Creed schon nachgemacht. Dieses Vorbild macht jetzt Diablo nach. Und das wird immer weiter und immer weiter gehen. Bis man gar nicht mehr offline spielen kann, obwohl es Singleplayer ist. Das ist ziemlich ärgerlich, muss ich sagen. Wenn ich den Fehler 37 habe oder andere Fehler wie Diablo 3. Wenn ich damit ansehen muss, dass ich einfach nicht spielen kann, obwohl ich für dieses Spiel bezahlt habe. Und ich möchte vielleicht nur alleine spielen. Früher hätte man das so geregelt. Blizzard? Ja? Und heute regeln wir das so. Blizzard, ich hätte da ein Problem. Haben Sie bereits für das Spiel bezahlt? Ja. Dann gibt's hier auch kein Problem, oder? Ja, und das ist genau das Problem, was ich meine. Ich meine, man hat da keine Macht mehr drüber. Und Petitionen und so, das kratzt die alle nicht. Und das ist nichts anderes als ein Machtproblem. Macht ist auch, wenn man mit dem anderen sehen kann und er dich nicht. Macht ist Kontrolle über andere Sachen. Und da wird in diesem Bereich, obwohl es vielleicht nicht auffällt, schon Macht ausgeübt. Wie steht ihr dazu? Ich wollte einfach nur mal wissen, wie ihr darüber steht, ob ihr das auch als Problem ansieht oder nicht. Und das war's wieder, euer Kaputtwurm. Ciao!